ho! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf dem Bergisch Land. Mit dabei haben wir heute den Jörgi und den Maschira. Hallo. Hallo. So, Jungs, was macht ihr denn heute Schönes? Gerade noch Grasbein stapeln und dann Heubein sammeln. Ist der Maschira schon wieder fleißig dabei, oder was? Nö. Nee, was machst du denn, Maschira? Kaffeepause. Tja, was? Ja. Ja, Gras ist noch nicht auf der letzten Stufe. Oh, nee. Ich glaube, Ron braucht rechte. Oder eine linke. Eine linke. Warte, ich gebe ihm rechte. Hat er. Ron. Manage me? Was soll, also, der hat schon irgendwie eine komische Umgangssprache. Ja, das sind die aus dem Frankenland oder wie das da heißt. Immer ein bisschen komisch, ne? Aber jetzt mal eine andere Frage, Jungs. Also Mark hat jetzt definitiv nicht diese 39.000 Liter abgegeben, die er gesagt hat. Nein. Ja, wie soll man das jetzt abrechnen? Weiß nicht, wie viel er jetzt abgegeben hat. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich geb mich gleich wieder da. Wahnsinnig. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Jungs, wie macht man das jetzt mit Abrechnung? Ja, 9000 Liter wurde mir gesagt, habt ihr bekommen. 9000 Liter? Ja. Okay, ja, wir werden es ja sehen, wie viel da rauskommt. Ja. Also 9 ne, mal 3 wären es. Also 2700 Euro. Okay, ich schau mal, wie viel da kommt von der BGA. Ich glaube, die kommt um 12 Uhr. Ja, oder gebe ich euch Bescheid. Dankeschön. Gut, tschüss. Alles klar. Tschüss. Also, die haben von 9000 Litern gesprochen, kann das sein? Kann hinkommen, ja. Okay. Ja, da kann doch was Heu drauf liegen. Kann möglich sein, ja. Weißt du nicht, wo der andere Trigger hingeht? Weil ich war der Meinung, der andere Trigger, wo Marc abgeladen hatte, ist für die Gärreste dann zum Rausholen? Der Gärreste ist hinten rum. Aha. Lol. Ja, Jörgi, das nützt nichts. Oder doch. Hast du das als Gewicht genommen? Hab ich jetzt als Gewicht, wollte ich das nehmen. Ah, okay. Was macht er denn schon wieder für ein Zeug? Ballenstapeln. Oh, Ballenstapeln. Mein Trick ist nur ein bisschen leicht hinten. Haben wir denn irgendwo Wald? Sonst würde ich erstmal ein bisschen Forst machen, bis wir irgendwie Geld haben. Vielleicht können wir günstigen Wald irgendwo erwerben. Bäume haben wir hier eigentlich genug. Ehrlich? Weil dann können wir doch da was machen. Aber das sind, glaube ich, alles Deko-Bäume. Ja, das ist nicht schlecht. Warte mal, was ist denn das hier hinten bei mir? 358.000? Ist das eine Goldfabrik da hinten oder was ist das? Heide, nein. Also so einen richtigen günstigen Schnapper können wir nicht mal machen, glaube ich, ne? Ne, im Moment nicht. Achso, wir gehen hier um 20 Uhr schlafen. Ist das schon diese Folge? Ne, ich glaube nächste Folge, ne? In einer guten Geste. Stunde. Also dreiviertel Stunde pro Folge. Ja. Wie viel Prozent habe ich denn jetzt hier schon? 18%, ich bin so stolz auf mich. Also wir müssten uns, nachdem wir gespult haben, sofort drum kümmern, dass wir Missionen an Land ziehen. Weil sonst sehen wir ziemlich arbeitslos aus, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Wollen wir mit den anderen mal reden, dass wir nur eine Mission annehmen pro Hof? Weil sonst sehe ich irgendwie schon 5 Missionen annehmen und die anderen haben nichts, weißt du?
Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Gleich wieder da. Hallo. Ach so. Hallo. Hallo. Eine kurze Frage. 5 Euro. Yeah. Spendenaufruf. So billig bist du, Simon? Okay. Ja, ist ja nur eine Frage. Okay. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir am nächsten Tag nur eine Mission pro Hof annehmen? Ich habe das dumpfe Gefühl, ich kann da mitspielen, ich habe da kein Problem, aber wenn dann ein Hof 5 Missionen hat, das ist nicht zielführend, glaube ich. Ich habe 4. Ja. Simon hat sich nicht bremsen lassen. Das Problem ist, wir haben halt nichts zu tun. Also gar nichts. Hm. Wir haben weder reife Felder, noch haben wir Missionen, die sich lohnen. Wir haben gar nichts zu tun. Also ich finde schon, dass wir sich darauf einigen könnten. Das wäre dann bloß fair gegenüber alle anderen. Und also einen können wir auf jeden Fall beschäftigen. Zu wickeln. Ja, aber wir wollen ja selber Geld verdienen. Ihr könnt ja das Geld von einer Mission haben. Ja, das ist ja, schwierig. Ja, Uwe, glaube ich, hat auch 3 oder 4 angenommen. Da bleibt halt nur mal der Rotz übrig, weißt du? Ja, ist klar. Ja, ich habe eigentlich haben wir in den Regeln festgeschrieben, 1 bis 2. Ja, dann lassen wir, warum nehmen wir dann mehr? Ich habe es bei Simon nicht mitbekommen, dass er so viel angenommen hat. Das war mein Problem. Aber Uwe müsste es eigentlich wissen. Ja, dann lassen wir das so mit den 1 bis 2 und gut ist, oder? Ja. Ja, eigentlich haben wir das extra so festgeschrieben, dass das nicht nachher irgendwelche Mimimis aufkommen, vorspulende Missionen sind weg und dass auch jeder irgendwie was abkriegt. Ja, das wäre gut. Okay, dann sagen wir 2 und gut ist. Na Simon, du musst aber was abarbeiten, glaube ich. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einer kann gern zum Wickeln kommen. Ja, ich muss dir mal fragen. Ich glaube, die werfen sich die Zuckerriemen am Hof hin und her. Ah, okay, ich gehe mal gut. Danke. Jo, tschüss, ciao. Für das eine oder andere Projekt. Ja. Ich wollte nur an eine kleine Sache erinnern. Ja. Und nehmt das bitte nicht persönlich. Aha. Wir haben eine Regel, die besagt 1 bis 2 Missionen pro Hof, nicht mehr. Was? Ha? Seit wann? Anscheinend steht die schon länger drin, sagt Paul. Ey, Entschuldigung, also jetzt wirklich, die habe ich dann nicht gelesen. Das war nicht böse gemeint. Bitte für den nächsten Tag beachten. Ja, es ist Simon okay. Hat auch 4 angenommen. Alles gut, also. Also wirklich. Nee, das Problem ist dabei, wir haben nichts wir stehen am Hof und wir haben nichts zu tun. Weil es sind keine Missionen, also nur Scheißmissionen da. Und ja. Andere Höfe haben 3 und 4 Missionen. Ja, hilft's euch, wenn ich euch eine abbreche? Kommt die dann wieder rein? Nee. Also, es ist jetzt sowieso nicht mehr, wenn nur eine Stunde zu machen. Dann wird eh vorgespult. Ja, okay. Aber Alter, bitte bedenkt es. Ja, ist okay, sorry, okay, wirklich. Danke, tschüss. Bitte. Alter Schwede, ey. Da brauchst du nicht wundern, dass wir nichts zu tun haben, Jungs. Uwe hat unzählige Missionen angenommen. Simon hat unzählige Missionen angenommen. Ja, und was kann er jetzt bei raus für morgen? Wir haben gesagt, maximal 2 Missionen pro Hof. Okay. Paul? Weil sonst müssen wir echt den anderen Mod drauf tun. Für ja, die Mission. Das ist halt schlecht, weißt du. Womit man die aktualisieren kann. Wobei, ich verstehe es natürlich, ne? Jeder will Geld verdienen, jeder will gucken, dass ein Hof vorankommt und dass er sich neue Geräte kauft und neue Felder und so weiter. Alles klar, aber dann auch gleiches Recht für alle. Weil jetzt ist wirklich nur Müll drin. Affen brauchen noch Heu, oder? Heu glaube ich nicht. Ich glaube, die brauchen Grassilage. Nee, Heu könnte man theoretisch, aber es wäre noch was drin. Aber bräuchte ich ja nicht unten lagern bei uns. Wir haben 23 Liter Wolle. Ich bin so stolz auf unsere Schafe. Plus eine Palette. Eine Palette sind wie viel? 250 Liter oder 1000 Liter? 1000, glaube ich. Ehrlich? Dann gleich mal gucken. Die Wolle bringt 1399. Wir sind reich. Ja, du machst immer so komische Geräusche, ne? Ich. Ja. Alter, ihr seht doch, wo ihr seid. Ich bin auch noch ausgewichen. Ja, aber die falsche Richtung. Jungs, macht nur nicht schwach. Mann. Ey, wer weicht denn bitte nach links aus? Wie die Wilden hier.
Ich hab leider ein bisschen Übergewicht hinten drauf. Was hast du denn schon wieder dran, ey? Du mutest dem Kleinen schon relativ viel zu, ne? Ach, nur ein Düngerstreuer. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir werden dann am nächsten Tag gleich uns Missionen sichern. Am besten Rüben oder Kartoffeln. Wobei, da wird, glaube ich, jeder drauf gehen. Hallo. Ja, wir gehen da auch auf jeden Fall drauf. Auf der 48 wäre noch eine Mission zum Ernten. Ist bei euch oben in der Nähe. Ich wollte es nur gesagt haben. Bringt immerhin 2,5. Viel mehr bringen unsere auch nicht. Ja, wir spielen jetzt noch ein bisschen Ballenbingo und dann hoffen wir auf bessere Missionen. Ja, ich wollte es euch nur nur gesagt haben. Ja, danke schön. Schlechte Gewissen und so. Ist es schon so krass? Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Warum das denn? Ja, wenn du hier ne, mit deinen Jungs da nur stehst, weil ich hier eine Mission zu vielen genommen habe, ist das... Wir sind hier in der Friendly Challenge. Und dann machst du sowas. Ja, wie kannst du denn nachts schlafen? So, das war jetzt... Ja, tschüss. Tschüss. Oh Mann. Schlechte Gewissen. Nee, also wie gesagt, ich wollte nur gesagt haben. Okay, danke. Guck mal. Gut, jo, tschüss. Tschüss. So. Ah, Jungs, ihr müsst auch reden. Hallo, ja. Hallo, ich habe mich gerade mit mir selber unterhalten. War ein richtig konstruktives Gespräch. Oho. Ja. Okay. Tja, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Habt ihr denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Was? Weihnachtsgeschenke. Für wen? Ja, weiß ich nicht, für irgendjemanden? Wieso? Schenken wir ja auch nichts. Ja, du, wo habe ich hier das aufgedrückt? Ah. Tatsächlich schon, ja. Hast du alles zusammen? Ja. Na gut. Beschenkst du dich selber, Maschira? Ja, oder? Nö. Hey, auch nicht? Sag mal. Was soll ich mir denn selber schenken? Ist ja nicht, einen neuen PC und dann machst du einen für überrascht. Wenn du das Geschenk aufmachst. Ja, du kannst mal einen schenken, gell? Ja, noch klar. Darf noch was sein? Ich habe noch eine Switch rumliegen. Die ist mir ein bisschen zu klein. Die ist ein bisschen klein? Kannst du am Fernseher anschließen. Wow. Denkst du mit dem Fernseher? Kann Werner auch machen. Na klar. Was darf es noch alles sein? Surround-Anlage. Ne, Surround-Anlage habe ich. Naja. Gut, dass du nicht bescheid bist. Ich mir na klar. Schreib mir doch einfach einen Brief, weißt du? Nur, es gibt schon manche Streamer, die machen immer so Disco. Ja, oh ja, cool. Maschera, ich weiß, dass du da ganz freundlich von bist. Da muss ich meinen Subwoofer runterdrosseln. Ah nein, warum das denn? Kommst du uns die Nachbarn vorbei? Ja. Oh nein. Aber immer wenn ich die Musik lauter drehe, denke ich an dich, Maschera. Oder an all deine Moderatoren. Natürlich, an all meine Moderatoren. Ja. Hast du den Schafen nochmal jetzt was reingeschoben? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Wollte ich gleich morgen früh nichts mehr haben. Ja, besser ist.
So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier noch fertig werde mit dieser Kackmission. Jetzt habe ich sie angefangen, jetzt bringe ich sie nicht zu Ende. So, gut, wir lassen es erstmal gut sein für heute. Liebe Leute, wahrscheinlich werden wir dann im morgigen Tage vorspulen. Das erste Mal in diesem Projekt. Seid gerne mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.